Als am 22. Oktober ein Anrufer mit unterdrückter Nummer ankündigt, er habe drei Bomben im Freiburger Hauptbahnhof deponiert, reagiert die Polizei sofort. Der Bahnhof wird abgesperrt, mit Suchhunden durchkämmt und geräumt. Bomben wurden keine gefunden. Unmittelbar danach laufen die Ermittlungen an. Trotz unterdrückter Nummer kann die Bundespolizei den Anruf zurückverfolgen. Zu einem 32-jährigen Freiburger, der mittlerweile nach Stuttgart gezogen ist. Wir haben dann am vergangenen Mittwochmorgen bei der Person die Verhaftung in Stuttgart vornehmen können, haben dann anschließend seine Wohnung durchsucht und konnten dabei dann das bei der Tat damals benutzte Handy bzw. die zugehörigen SIM-Karten vor Ort auffinden und beschlagnahmen. Der Verdächtige hat sich bisher noch nicht zu den Tatvorwürfen geäußert. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm öffentliche Androhung von Straftaten vor. Darauf stehen bis zu 3 Jahre Haft. Besonders wird der 32-Jährige durch das in der Wohnung gefundene Handy und die SIM-Karten belastet. Daraus ergibt sich der dringende Tatverdacht, dass er auch tatsächlich der Anrufer war. Die Staatsanwaltschaft hat daraufhin einen Haftbefehl beantragt, weil der Beschuldigte auch in der Vergangenheit durchaus schon mal in Erscheinung getreten ist. Noch unklar ist, ob der Mann auch für mehrere Bombendrohungen, wie hier am Rathaus, fast genau ein Jahr vor der Drohung am Bahnhof verantwortlich ist. Ähnlich sah es im Juli 2013 im Diakoniekrankenhaus aus. Auch damals gab es einen Drohanruf. Es mussten 600 Menschen evakuiert werden. Natürlich werden die Ermittlungsbehörden auch im Blick haben, ob er für weitere Taten in Betracht kommt in vergangener Zeit. Aber da könnten wir derzeit noch keinen Tatverdacht begründen. Neben einer Haft- oder Geldstrafe drohen dem Tatverdächtigen im Falle einer Verurteilung noch weitere Folgen. Die Polizei könnte die Kosten für den Einsatz und die Bahn möglicherweise Schadensersatz im hohen fünfstelligen Bereich fordern. Wir hatten ja über 1,5 Stunden den Bahnhof komplett gesperrt, wir hatten den Zugverkehr eingestellt. Das sind beträchtliche Schäden, die natürlich hier entstanden sind. Und im Falle von einer Verurteilung muss der Tatverdächtige natürlich damit rechnen, dass die Geschädigten zivilrechtliche Forderungen geltend machen. Der Verdächtige sitzt derzeit in Untersuchungshaft in Stuttgart. Wenn sich die Vorwürfe gegen ihn erhärten, könnte der Fall Anfang 2015 vor dem Landgericht in Freiburg verhandelt werden. Dem 32-Jährigen drohen dann bis zu 3 Jahre Haft.